Herzlich willkommen. Geil, dass du wieder mit am Start bist zu einer weiteren Ausgabe von Gothic 2, die Rückkehr. Ja, ich habe in der letzten Folge angekündigt, wir werden ins Sumpflager gehen über diesen kleinen schmalen Pfad hier. Aber ihr müsst euch noch kurz ein paar Minuten gedulden, denn es ist nämlich so, ich möchte nochmal zu der alten Nekromantenhöhle gehen bei Xardas altem Turm. Also nicht dem alten Turm, sondern dem alten Turm. Denn da ist es so, ich habe da eine Kiste übersehen. Das haben mir einige in die Kommentare geschrieben und die möchte ich mir jetzt natürlich noch holen. Ja, aber ich will mich da jetzt nicht irgendwie hin teleportieren oder so oder Abkürzungen nehmen, sondern ich gehe jetzt hier einfach mal den Pfad ein Stückchen hoch, wo die Echsenmenschen sind. Einfach aus dem Grund, dass ich hier vielleicht noch ein bisschen was looten kann und Erfahrungspunkte sammeln kann. War ich unsauber? Ja, war ich schlampig? Ich bin eine Schlampe. Call me bitch. Oh, hier herrlich mit den Sonnen gerade hier. Mit den Sonnenfall. Mit der Sonne hier. So, und jetzt gehe ich mal den Berg hier hoch. Hier werden einige Echsenmenschen auf mich warten, aber ganz ehrlich, die mache ich auch noch platt. Nachdem ich jetzt in den letzten zwei, drei Folgen eine ganze Ork-Armada wieder mal ausgerottet habe. Ich will gar nicht wissen, wie viele Orks ich hier im Spiel jetzt, wie gesagt, schon auf dem Gewissen habe. Das dürften einige sein. Ach ja, und wir sind in der letzten Folge, glaube ich, ein Level aufgestiegen. Mühsam ernährt sich der Marder. So. Die haben ja nichts dabei, ne? Die haben nicht mal ihre Ehre dabei. Genommen. Textur ist hier irgendwie anders, kann das sein? Irgendeine andere Textur? Und wenn ich das Schafsfell jetzt hier drauflege, dann rutscht das runter, ganz klar. Und man kann hier hochklettern. Wenn man das vorher schon? Weiß ich gerade nicht. Ahnung. Auf jeden Fall dort oben im Fels. Wisst ihr, was uns erwartet. Aber da werden wir erst in den nächsten 200 Folgen hingehen können. Ja. Wir sind ja immer noch im zweiten Kapitel. Nee, stimmt gar nicht. Wir sind schon mittlerweile ins dritte gegangen. Aber ich bin dann jetzt mal hierher zurückgekehrt, um ein bisschen aufzuräumen noch. Erfahrungspunkte zu sammeln, wie gesagt, bevor ich Guru werde. Und wir müssen Kor Angar finden. Und ich glaube, Kor Angar finden wir im Sumpflager. Das wird uns auch weiterhelfen. Deshalb, solange ich das nicht getan habe, kann ich das Tal hier eh nicht verlassen. Dementsprechend, ja. Ich nehme jetzt ein paar Bier rein. Die Ausdauer wieder aufzufüllen. Ich finde, durch permanenten Bierkonsum sollte man auch irgendwie Mana-Punkt kriegen oder so. Eigentlich ganz geil. In Gothic 3 war es ja so, wenn man Wein getrunken hat, hat man ja auch Mana bekommen. Also konnte man Mana wieder auffüllen. Okay. Ja, der eine ist fast hinüber. So, sehr schön. Okay. Ich werde mal einen kurzen Blick zur Bergfestung werfen, aber jetzt nicht konkret hingehen. Erstmal will es der Kollege wissen. Du hattest deine Chance. Okay. Was haben wir denn da so? Ja, ich glaube, hier wird man nicht sonderlich viel Neues haben sehen. Ich finde das halt so krass, wie die Bergfestung einfach zerstört wurde im oberen Bereich. Weil der Drache halt einfach durchgeflogen ist. Wenn man sich überlegt, in Gothic 1 war das noch eine schöne, vollständige Festung. Aber jetzt ist die halt komplett am Arsch. Ich muss sagen, die Bergfestung ist auch in Gothic 1 einer der geilsten Orte auch, muss ich sagen, weil die ist so ein bisschen, ganz ehrlich. Ich glaube, eine krassere Festungsanlage habe ich so noch in keinem anderen Videospiel gesehen oder in Real Life oder so, weil die ist so stark befestigt, die ist von oben geschützt. Die ist fast quasi uneinnehmbar. Ich meine, ihr müsst euch mal überlegen, wenn ihr wirklich einen Angriffskrieg getobt hätte und man die Festung hätte verteidigen müssen gegen irgendeine Streitmacht. Die Streitmacht hätte gar keine Chance gehabt, einen anderen Pfad zu wählen als den über diese Brücke hier. Und wenn die von dort oben
Dutzende Bogenschützen gehabt hätten, die da runterschießen oder so. Ja, also ihr müsst euch das jetzt mal realistisch vorstellen. Wenn da Haufen Armbrustschützen und Bogenschützen gewesen wären, die da runtergeschossen hätten, wäre es schon mal für eine größere Armee unfassbar schwierig gewesen, durch diesen kleinen Gang hier zu gehen und die Festung anzugreifen. Weil die halt auch die Serpentine da hoch müssen. Und da natürlich auch von oben halt total ungedeckt sind. Also von daher, die Festung ist halt sehr schwer einnehmbar oder wäre halt sehr schwer einnehmbar. Und es wäre wahrscheinlich die klügere Variante gewesen, die Besatzer aushungern zu lassen. Wäre wahrscheinlich die einzige Möglichkeit gewesen, die Festung hier zu erobern. Durch Nichtkampf. Und hier oben, auf diesem kleinen Plateau, wäre quasi das Zelt des Anführers gewesen. Der dann hier jeden Morgen aus dem Zelt tritt und erstmal den Blick auf seine Gegner wirft. Ja, ja. Gute Sache. Ja, ich habe schon, denke ich, ich sollte einen Roman schreiben. Nee, soll ich nicht. Ich kann nicht schreiben. Ich will auch nicht lesen. Außer eure Kommentare, die kann ich lesen. Und Brian Knie hat geschrieben, soweit ich informiert bin, kann man bei Galahad ab Kreis 3 eine untote Vernichten-Rune erlernen. Und ganz ehrlich, die werden wir ganz, ganz, ganz dringend brauchen. Die werden wir ganz, ganz, ganz dringend brauchen. Essentiell wichtig. Ach du Heilige. Okay, das sind mir jetzt doch ein paar zu viel. Das sind mir jetzt doch ein paar zu viel. Machen wir einfach Folgendes. Zack. Das schaffen die Trottel nämlich nicht. Ja, die schaffen es nicht mal überhaupt, die Ecke da lang zu gehen. Pass auf, jetzt stehen sie gleich hinter mir und ich werde fluchen. Nee, das schaffen die nicht. Ich könnte sogar, wenn ich ganz gut bin, das... Ja. Ja, okay. Ich habe Glück, die können hier nicht hoch. Okay, alles ganz entspannt. Gott sei Dank haben die keine Schützen oder so. Dann wäre die ganze Sachlage jetzt hier nicht so einfach. Aber von oben sind die auch ganz cool designt, oder? Also ich finde, die haben eine ganz coole Musterung so auf ihrer Echsenhaut. Zwei sind es noch. Der eine hat schon wieder aufgegeben. Ja, die haben halt keine Reichweite mit ihrer Waffe da. Der andere ist um die Ecke gegangen. Nee, doch nicht. Ach, der ist wahrscheinlich runtergefallen. Ah, nee, hier ist er. Er hat den Geheimpfad gewählt. Gibt nämlich hier diesen kleinen Geheimpfad, den man hier lang gehen kann. Aber die Sache ist, ohne die Brücke nützt er halt nicht so viel. Oh nein! Egal. Easy. Wäre sowieso mein Plan gewesen. Ich hätte sowieso von oben runterspringen müssen. Da ist übrigens nochmal hier unser Special Gegner dort, dieser Feuergolem, den ich nicht so richtig besiegen kann. Weil der einfach zu krank ist. Der dort oben. Ja, ich hätte sowieso hier runterspringen müssen, also es wäre so oder so passiert, aber ich bin froh, dass ich jetzt nicht gestorben bin. Und ganz ehrlich, die paar Echsenwaffen, die da oben jetzt noch waren, die können wir erstmal noch liegen lassen. Entweder despawnen die, dann wäre es kein großer Verlust, oder sie bleiben halt dort und dann kann ich sie beim nächsten Besuch immer noch einsammeln. Und wir werden da definitiv nochmal hinkommen, alleine wenn wir dann auf Drachenjagd sind. What the fuck? Da musste ich kurz einschreiten. Manchmal ein bisschen buggy letzter Zeit. So. 60 Lernpunkte haben wir jetzt am Start. Also wir sammeln uns hier ein sehr gutes Polster an Lernpunkten an für unsere magische Ausbildung. Dann können wir wirklich, wenn wir Guru sind, können wir direkt versuchen, 2-3 Kreise aufzusteigen und direkt schon irgendwelche geilen Zauber zu lernen. Wir sind ja jetzt schon im dritten Kapitel, muss man ja überlegen. Und das heißt, also wenn man die Rechnung, die Gothic 2 Rechnung gelassen hat, dann bedeutet das zu Deutsch so viel wie, wir können
ja, dann schon in den dritten Kreis direkt hochlernen. Aber ich weiß nicht, ob man das hier in der Mod geändert hat oder nicht. Ein weiterer Kommentar übrigens, den ich jetzt aber leider nicht mehr gefunden habe auf Anhieb, hat jemand geschrieben, dass wir dort, wo wir diesen Goblin, diesen sprechenden Goblin gefunden haben in der Nähe, auf diesem kleinen Plateau da oben, da soll wohl auch angeblich Mutt mit 20 Kisten Erz irgendwo rumsitzen. So, aber das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das glaube ich wirklich erst, wenn ich es gesehen habe. Weil das wäre einfach total absurd, wenn das der Fall wäre. Ich hole aber erstmal die Kiste, die in der Höhle noch ist, beim Nekromanten. Vielleicht sind da auch einige Viecher nachgespawnt. Boah, ich warne euch, wenn da in der Kiste nichts Krasses drin ist, ne? Dann war der Besuch ehrlich gesagt ein bisschen... Also nee, war nicht umsonst, aber... Ich will ja Kommentare, die mir Tipps und Hinweise geben, will ich ja honorieren, indem ich es dann auch umsetze, soweit es geht, soweit es möglich ist. Sesam, öffne dich! Die Geräuschkulisse, die hier gerade stattfindet, gefällt mir nicht so. Ballon! Okay, es gibt halt das Problem, dass ich da nicht mehr reinkomme. Waren wir hier oben irgendwas? So lootmäßig oder so? Okay, ja, tut mir leid, Leute. Ich komme da nicht mehr rein. Es ist halt eine Questhöhle hier. Shit, da komme ich jetzt nicht mehr rein ohne die Quest. Naja, gut. Dann ist das halt so. Dann muss ich jetzt halt damit leben. Aber ich habe es versucht. Mir nicht nachsagen lassen, dass ich es versucht hätte. Schöne Rutsch hier gleich. So, okay, aber wenn ich jetzt einmal hier bin, wie gesagt, ich kletter nochmal hoch auf diese Plattform dort und suche nochmal ein bisschen was ab. Weil wenn dort wirklich Mutt mit 20 Kisten Erz am Rumhängen ist, dann muss ich das wissen. Aber ich verstehe nicht, wie das erklärt werden sollte, weil ganz ehrlich, das würde gar keinen Sinn machen. 20 Kisten Erz, wie zur Hölle hat er die hier hochgekriegt, erstens? Und zweitens... Wer hat ihm denn geholfen? Also, er kann das ja nicht alleine gemacht haben. Und die ganzen Gegner würden das ja auch irgendwie merken. Und der Goblin hätte das doch auch gemerkt, wenn hier auf dem Plateau irgendwie einer mit 20 Kisten Erz am Rumsitzen ist. Oder keine Ahnung. Hier ist schon mal nichts. Da komme ich niemals hoch. Komme ich doch nie und nimmer hoch, Alter. Ist viel zu steil. Also ich leg mich fest. Hier oben ist kein Mutt mit 20 Kisten Erz. Wer auch immer diesen Troller-Kommentar geschrieben hat, aber... Ich werde es euch beweisen, dass hier nichts ist. So, hier guckt... Hier ist nix, hier ist reines totes Ödland. Niemand sitzt hier mit 20 Kisten Erz. Wäre einfach... Einfach absurd. Eine absurde Theorie, die ich widerlegt habe. Hier, guckt, da ist niemand. Nichts und niemand ist hier mit 20 Kisten Erz. Das wäre einfach ein bisschen weird. Na gut, nee, in die Orkstadt will ich jetzt mal nicht reingucken, weil da könnte ja was sein. Da hinten ist Fayette-Mine. Hier ist einfach nichts und niemand. Da unten ist, da ist Fayette-Mine. Da ist Silvestros ehemalige Schriftstelle. Naja, Tal ist schon echt schön. Aber wie gesagt, hier ist niemand mit 20 Kisten Erz am Rumsitzen. Keine Ahnung, wer den Kommentar nochmal geschrieben hatte, aber war auf jeden Fall ein schlechter Troll. Gut. Shit. Ja, gut, dann war der Besuch hier relativ umsonst. Da ich das jetzt auch nicht mehr an die Kiste rankomme. Ist jetzt ärgerlich, aber ganz ehrlich, können wir jetzt nichts machen. Wir gehen jetzt ins Sumpflager. Wir gehen jetzt ins Sumpflager und... Beziehungsweise in die Richtung. Also ins Sumpflager werden wir, glaube ich, noch nicht gehen, weil ich erstmal mir den Wald angucken will. Den Ostwald. Ihr wisst, welchen ich meine. Ja, jetzt bin ich natürlich die Brücke runtergesprungen, jetzt muss ich den alternativen Weg wieder gehen. Aber wisst ihr was, wir machen das jetzt nicht mit Springen hier, das würde zu lange dauern. Möglich zu sprinten, 7 Minuten Weg. Na gut, ich muss ja einfach nur an den meisten Viechern irgendwie vorbeikommen. Mehr muss ich ja nicht.
Da, da. Okay. Wir müssen hinter den Wall kommen. Und das schaffen wir durch diesen kleinen Geheimpfad, der da eingebaut wurde. Und dann muss ich mal gucken. Also ich hatte ja schon bei meinem ersten Vark-Crawl, sage ich jetzt mal, habe ich ja schon geguckt. Da sind einige Snapper, Warane, Scavenger. Aber ganz ehrlich, die sind halt das kleinste Problem. Die sind da wirklich das kleinste Problem. Oh ne, ich lasse die jetzt dort. Ich habe jetzt keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Ich habe jetzt gegen genug Orks gekämpft, die letzten Folgen. Mehr als genug Orks gekämpft. Okay, das um den Blauflieder tut es mir jetzt allerdings wirklich leid, den ich jetzt gerade... Ach, komm. Mach's halt doch wieder, ey. Ich kann's halt nicht lassen. Ich denke einfach nach dem Motto, je mehr ich jetzt mitnehme, desto weniger muss ich später machen. Also. Ah, ich weiß nicht, ob das Wunschdenken ist, aber je weiter ich diese Ork-Reihen hier ausdünne, desto einfacher wird's für mich später werden, vielleicht. Wenn ich dann hier wieder herkomme. Aber es kann natürlich auch sein, dass durch den Kapitelwechsel die Viecher alle wieder neu spawnen. Und dann war die. Dann ist es ja sogar so gewesen, dass ich jetzt sogar hätte jetzt alle umbringen können, um die maximale Erfahrungspunktausbeute zu holen. Aber ich will euch jetzt hier auch nicht irgendwie 50 Folgen antun, wo ich jetzt hier nur am Orks grinden bin. Das ist halt auch ein bisschen, ja. Auch ein bisschen doof zum Zusehen, glaube ich. Also da fehlt irgendwann der Mehrwert so ein bisschen. Wenn. Oh, Scheiße. Oh. Ich hab's überlebt. Oh, es gibt sogar einen alternativen Weg hier. Das ist ja cool. Es ist sogar ein alternativer Weg. Okay. Ah, ich komme hier sogar wieder hoch. Gut, alles entspannt. Kurz Angst, dass das jetzt hier... Was ist mal angenehm, wieder mal gegen ein paar andere Gegner als Orks zu kämpfen. Nein. Ja, über mir ist noch ein Ork oder so. Oder zwei. Der denkt, der kann nur von oben Leute kommen. Aber nein. Nein, 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 nein. Ah. Überraschungsangriff, mein Freund. Dieser Überraschungsangriffsbonus, der ist wirklich ganz cool. So, jetzt heißt es erstmal, sich hier durch den Wald kämpfen. Und ich glaube, es wird so sein, dass jetzt hier wenig Orks bis gar keine Orks sind. Weil es hieß ja, laut Urshak, sind keine Orks hinterm Wall geblieben, glaube ich, weil hier irgendeine magische Kraft am Werk ist, die die Orks verunsichert hat. Und Teile dieser Antworten könnten sie verunsichern. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass wir jetzt hier mit Orks zu rechnen haben. Goblins und anderes kleines Viehzeug, okay. Vielleicht auch Suchende meinetwegen. Oder Untote. Aber das ist ja alles kein Problem hier. Das ist alles leicht umbringbar. Ja. Ganz ehrlich, wenn ich mich durch einen riesigen Ork-Friedhof metzeln kann, dann werden mir ein paar Goblins hier auch nichts tun können. Oh, ein Vark kämpft gegen einen Keiler. Interessant. Juckt den gar nicht, dass ich den. Ja, halt. Durch den Speedtrank. Den Keiler, die Sau, die will ich mir jetzt noch holen. Das ist so ein komisches Bild, wenn ein Keiler von einem Menschen verfolgt wird. Eigentlich soll es umgedreht sein. Den kriege ich sogar noch. Komm her, du Sau! Mach dich fertig! Die 60 Erfahrungspunkte, die lasse ich mir ja wohl nicht durch die Lappen gehen, ey. Sehr cool. Okay. Kommen wir uns erstmal... Neben die Wildsau aufs Ohr und nutzen das Vieh direkt als Kissen. Oder als Rückenwärmer in dem Fall jetzt. So, schön. Okay. Ich glaube, ich hatte gar keine Ausdauer mehr.
habe auch noch genug Ressourcen. Dadurch, dass ich die ganzen Orks halt abgemetzelt habe, ist es natürlich so, dass ich jetzt einiges an Heiltränken erstmal wieder habe. Damit kann ich erstmal weitestgehend kommen. Ich bin vorgewarnt, im Sumpflager soll mich sehr viel untotes Viehzeug erwarten. Also sehr viele Skelette, Zombies, vielleicht auch Suchende. Ich bin gespannt. Also Suchende würden mich auch nicht wundern, wenn das der Fall wäre. Weil ganz ehrlich, die ganze Suchenden-Schaft, sagen wir es jetzt mal so, die sind ja alle aus dem Sumpflager. Zumindest laut Theorie, wenn man die Magiergilde spielt. Aber einen richtigen Beweis dafür gab es jetzt nicht. Das hat nur alles nur graue Theorie gewesen. Boah, das ist mal so angenehm, mal wieder gegen so einfaches Viehzeug zu kämpfen hier, wie Blutfliegen. Okay, die haben den Orkwall aber ziemlich dick verstärkt hier, also wirklich sehr dick verstärkt. Haben sogar schon dick aufgetragen hier. Wir rennen hier wie Speedy's Gonzales durch. Okay. Das sind ein paar Waage, aber die kommen ja nicht an mich ran, also von daher entspannt. Oh, ein Orkhund. Orkhunde sehen tatsächlich sogar sehr flauschig aus. Ui. Auf der anderen Seite hat gerade ein Ork seine Waffe gezogen. Die Waagfälle bringen natürlich auch ordentlich Geld. So, okay. Die Höhle haben sie zugemacht, aber ist nicht schlimm. Orkwall haben sie echt dick gemacht. Also die haben sie wirklich mit mehreren Schichten verstärkt hier auch. Also das Entwicklerteam meine ich jetzt nicht, die Orks selber. Die Orks haben ja nichts gemacht, die sind ja nur reingeplaced worden vom Spacer. So. Okay. Bin gespannt. Bisher nur Keiler, Waage, Blutfliegen, Scavenger, Goblins. Das ist alles nicht so herausfordernd jetzt. Aber da bin ich ganz dankbar für gerade. Dass es eben nicht so herausfordernd ist gerade. Hier steht eine Hütte. Oh mein Gott! Brüder! Ich krieg einen Anfall. Einige ehemalige Söldner. Und auch hier. Isidro. So, so. Na, sowas. Noch eine verlorene Seele aus dem ehemaligen Sumpflager. Ja. Ich glaube, dein Name ist Drax, richtig? Ich erinnere mich an dich, bin schließlich auch ein ehemaliger Sträfling. Ja, aha. Man kann sich ja nicht jeden von euch merken. Wir haben gleich am Pass gejagt und dadurch viele Neulinge gesehen. Aber nicht jeder hat so viel Aufsehen im alten Lager verursacht. Jetzt erinnere ich mich, kurz vor dem Fall der Barriere habe ich von dieser Sache gehört. Schade nur, dass du Raven damals nicht erwischt hast. Da täuscht du dich, ich habe ihn inzwischen doch noch erwischt. Ach was? Das glaube ich nicht. Kein Wort glaube ich dir. Dennoch würde ich gerne einen Blick auf seinen Ring werfen. Nur ganz kurz. Hier ist er. Schau ihn dir an, solange du willst. Du kannst ihn sogar behalten. Ja, jemand hat diesen Mistkerl doch noch erledigt. Ich danke dir, Bruder. Okay, dafür brauchte ich also den Ring. Bekomme ich denn irgendwas für den Ring? Für deine Mühen meinst du wohl eher? Nun, warum nicht? Für einen guten Menschen ist mir nichts zu schade. Ja, komm. Ich besitze zwar nicht viel, aber das Wenige kann ich mit dir teilen. Nimm diese seltsame Steintafel. Ich habe sowieso keine Ahnung, wozu sie gut ist. Vielleicht kannst du ja damit was anfangen. Vielen Dank. Hey, Bursche. Willst du dich etwa in den Sumpf begeben? Kann sein. Warum fragst du? Na, weil man den Sumpf in diesen Zeiten besser meiden sollte. Dort ist es viel zu gefährlich geworden. Was soll denn da so gefährlich sein?
Dort treiben sich seit einiger Zeit recht merkwürdige Gestalten in schwarzen Kapuzenmänteln rum. Okay. Ich sag's dir ehrlich, halte dich lieber von ihnen fern, sie riechen nach Tod. Und im Sumpf selbst wimmelt es nur so von allen möglichen gefährlichen Biestern. Und außerdem gibt es dort auch recht seltsame, axtähnliche Kreaturen. Ich denke nicht, dass sie freundlich zu dir sein werden. Eher werden sie dich in Stücke reißen. Verstehe, was ist denn mit den früheren Lagerbewohnern geschehen? Ach, die meisten von ihnen sind entweder umgekommen oder dem Wahnsinn verfallen. Allerdings soll es einigen wenigen gelungen sein, das Minental lebendig zu verlassen. Und diejenigen, die es nicht geschafft haben, wie ich, zum Beispiel, haben sich an einem anderen Ort niedergelassen. An welchem denn? Jetzt befindet sich unsere neue Zuflucht in den Ruinen eines alten Klosters nördlich von... Da ist Anga. Dort leben wir. Natürlich ist es bei weitem nicht der beste Ort zum Leben, aber dort müssen wir wenigstens nicht fürchten, zum Orkfutter zu werden. Dort ist Anga, ganz klar. Und wer führt euch? Anga. Unser Anführer heißt... Er ist ein ehemaliger Guru der Bruderschaft, ja, genau, des Schläfers. Warte mal, ist es etwa der Kerl, der ständig mit Bäumen geplaudert hat? Ja, das ist er. Was, kennst du ihn? Ich bin ihm früher mal begegnet. Er schien mir aber immer ein bisschen nicht bei Sinnen zu sein. An deiner Stelle würde ich mir solche Bemerkungen verkneifen, Bursche. Warum denn? Na, weil ohne ihn wir alle hier ein sehr hartes Leben führen würden. Mit seiner Magie vertrieb er alle diesen scheußlichen Orks von der, ja, genau, so dass sich dieser wunderschöne Wald ausbreiten konnte. Was? Gibt es hier tatsächlich kein einziges dieser grünhäutigen Biester mehr? Naja, das stimmt. Fast. An der Küste gibt es natürlich sehr viele Orks, aber sie haben Angst, in den Wald vorzudringen. Also sind wir hier ziemlich sicher. Genauso wie bei uns im Lager. Ich kann dich übrigens zu unserem Lager bringen, denn ich habe schon genug vom Herumstehen hier. Okay, das ist eine ziemlich witzige Wendung, mit der ich jetzt echt nicht gerechnet hätte. Baal Netbeck hat... Wir haben anhand eines einzigen witzigen Easter Egg Dialogs aus Gothic 1 jetzt wirklich eine ganze Story-Erweiterung hier für die Rückkehr angefertigt. Klingt witzig, ich bin gespannt. Natürlich, lass uns gehen. Gut, dann bleib mir auf den Fersen. So, ich speichere jetzt hier erstmal. Und vor allem mache ich das Audio mal ein bisschen lauter, damit man die Dialoge ein bisschen besser hört. Danke bis hierhin recht herzlich fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht's hier weiter und dann folgen wir Baal Isidro dann ins Kloster an der Festung. Und dort muss sich Anga befinden. Wenn Anga dort nicht ist, dann muss ich hier weiter durch die Wälder streifen und suchen. Ich danke herzlich fürs Zusehen, lasst gerne Bewertung da. Folgt mir auf Twitch, haut rein, macht's gut. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.